Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen den Wuppertaler SV begrüßen. 6.162 Besucher der Krefelder Rotenburg sahen den 4:0-Sieg unseres KFC am heutigen Samstagnachmittag. Bevor wir zu den Stellen beim Trainer kommen, hier noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen des 33. Spieltages der Regionalliga West. Bereits gestern spielten Wegberg B gegen Oberhausen 0:4, Gladbach 2 gegen Rödinghausen 2:2. Heute dann Bonn SC gegen Fortuna Düsseldorf 2:1. 1. FC Köln 2, Borussia Dortmund 2 trennen sich 1:1. Der SC Verl gewinnt gegen den SC Wiedenbrück 2:0. Westfalia Riemann unterliegt Viktoria Köln 0:1. Wattenscheid 09 schlägt Alemannia Aachen 3:0 und Rot-Weiß Essen gewinnt gegen den TuS Erntebrück 2:1. Vielen Dank, Herr Britschow, für die Assistenz hier. Sie darf ich dann direkt auch begrüßen, Christian Britschow zu meiner Linken, der Gästetrainer des Wuppertaler SV, zu meiner Rechten, KFC-Trainer Stefan Kremer. Herr Britschow, Sie als Gast haben natürlich das erste Rederecht hier. Ja, vielen Dank. Bevor ich auf das eigentliche Spiel eingehe, erstmal von meiner Stelle und im Namen meiner gesamten Mannschaft gute Besserung an Mario. Wir hoffen, dass er schnell wieder auf die Beine kommt und dass er euch sehr, sehr schnell wieder zur Verfügung stehen wird. Zum Spiel, ich glaube, wir haben einen verdienten Krefelder Sieg gesehen, der aus meiner Sicht dann in das ein oder andere Tor zu hoch ausgefallen ist. Wir haben heute gesehen, wo noch punktuell wir uns verbessern müssen, um so ein Spiel über 90 Minuten auf Augenhöhe zu gestalten. Aus meiner Sicht haben wir zwischen dem 1:0 und 2:0 ein gutes Spiel geliefert. Bis dahin, bis zum 1:0, war der Gastgeber klar spielbestimmt, ist auch folgerichtig in Führung gegangen. Und bis zum 2:0 haben wir es dann offen gestalten können, ohne wirklich richtig große Torchancen zu haben. Und mit dem 2:0 war dann ja schon mal eine Vorentscheidung gefallen und nach dem Elfmeterpfiff war das Spiel dann durch. Glückwunsch an den Gastgeber. Wir sind dann soweit, dass wir hoffen, dass diejenige Mannschaft, die nächste Woche wirklich als erste durchs Ziel geht, dann auch aufsteigt und wir uns im nächsten Jahr dann nicht mehr sehen würden. Prügelt euch drum, aber tut uns einen Gefallen, schafft es. Vielen Dank, Christian Britschow. Wir geben uns Mühe, dass wir das sehen und dass wir es dann auch schaffen. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Stefan Kremer um seinen Kommentar bitten. Ja, hallo alle zusammen. Und danke für die Glückwünsche und auch für die guten Wünsche für Mario. Ich hatte eben schon mit ihm Kontakt, auch mit dem Arzt. Er wird jetzt in diesen Minuten schon operiert, hat einen relativ komplizierten Kieferbruch und wird uns also mehrere Wochen ausfallen, wird also für uns nicht mehr zur Verfügung stehen jetzt in den nächsten Spielen. Hoffentlich in den nächsten Spielen. Bei Christian Müller sieht es auch nach einer Verletzung aus, die dazu führen wird, dass er wahrscheinlich komplett jetzt wegbricht. Wobei, da habe ich noch eine kleine Resthoffnung. Wenn das Bündel in den Muskeln nicht so groß ist, das gerissen ist, also vielleicht in 3 Wochen, das wäre ein mögliches Rückspiel an den Mannheim, dass wir vielleicht nochmal auf ihn zurückgreifen können. Zum Spiel sehe ich es ganz ähnlich wie der Kollege. Ich habe eine super Anfangsphase von uns gesehen. Sehr druckvoll, sehr dominant, auch wirklich vernünftig, so wie wir es haben wollten. Verdient in Führung gegangen und dann haben die beiden Auswechslungen uns so ein bisschen Stecker gezogen, in der Phase hat der WSV auch gut gemacht. Das 2:0 hat das Spiel dann eigentlich den Deckel drauf gemacht, das stimmt schon. Wobei, so richtig gefreut haben die Jungs sich nicht, weil eben zwei Kollegen, also erstmal muss ich sagen, die haben in der Halbzeit sich eingeschworen, für die beiden Jungs das Spiel zu gewinnen. Da sieht man mal, welcher Spirit auch in dem Team ist. Und sie waren auch eben mit ihren Gedanken, also sie haben nicht so ausgelassen gefeiert, wie man sich das vorstellen könnte. Erstens haben wir ja noch unser Endspiel nächste Woche und zweitens waren sie mit ihren Gedanken über den verletzten Jungs, finde ich, überragend, diese Einstellung. Wir haben schon SMS hin und her geschickt, tausendfach hier mit Mario im Krankenhaus und so weiter, ihnen alles Gute gewünscht. Ich hoffe sehr, dass dieser Zusammenhalt im Team auch dafür sorgen wird, dass auch am Sonntag unser Endspiel in Wien, was wir unbedingt haben wollten, dann auch noch gewinnen. Wir haben jetzt 9-mal hintereinander gewonnen. Warum nicht auch erzählt? Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Kremer. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, heute keine. Dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unser Gästen aus Wuppertal, alles Gute.
fürs letzte Spiel und ja, hoffentlich sehen wir uns nächste Saison dann nicht mehr unbedingt wieder, übernächste dann vielleicht, schauen wir mal. Ja, würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele von Ihnen mit nach Wiedenbrück fahren, an den Supporters Club da oben, wir hören uns ja bei der Pressekonferenz, alle auf nach Wiedenbrück für unsere zwei verletzten Spieler, für die Mannschaft. Wir würden uns freuen, wenn wir dann einen vollen Block haben, diejenigen, die nicht da sind, Radio Baron wird live übertragen und ja, euch allen noch einen schönen Samstag hier. Wir sehen uns hoffentlich wieder in einem möglichen Relegationsspiel dann hier auf der PK oder wo auch immer. Bis dahin, schönen Samstag, wünsche ich Ihnen euer Kassel.